So, weiter geht's heute mit dem Qualifikationstraining, dem letzten Qualifikationstraining unserer Medium-Karriere hier in der FN 2020. Und wir sind in Abu Dhabi und wollen natürlich heute ein gutes Ergebnis holen. Mal gucken, wie es ausgeht. So, gucken wir mal rein. Alles gut. Naja. Gut, gehen wir rein. Jetzt Qualifying. Mal schauen, wie weit es da vorne geht. Oder nach hinten. Wie auch immer. Ne? Ich hoffe, dass wir hier im Qualifying ein bisschen was mitnehmen können. Es geht ja immer noch ein bisschen um die Kohle, Kohle, Kohle. Ja, leicht bedeckt, aber es wird kein Regen geben. Es soll trocken bleiben. So, da sind wir auf der Strecke. Park für mehr Regeln. Soll was versuchen? Warte mal, ich glaube, wir kriegen sie aber keine. Nee, ist okay, alles gut. So, Session Info. Ich muss mal kurz im Setup gucken, ob ich überhaupt ein Setup für dieses Rennen drin habe. Also, sonst wäre es blöd. Das war nämlich kein Setup. So. Okay, gehen wir rein. Und fahren wir raus auf die Strecke. Leider kann ich diesmal. Ja gut, es sei denn, wir starten aus der Top 10, dann könnten wir es natürlich versuchen. Naja, mal schauen, wie es wird, wie weit es da vorne geht. Unser allerletztes Qualifying unserer Medium-Karriere, noch nicht ganz das letzte in der FN 2020, da sagen wir noch ein bisschen was. Wir waren ja nächste Woche starten, oder ab nächste Woche starten wir mit Mercedes in die in quasi eine Fahrerkarriere, so wie wir das in den alten Teilen ja kennen. Und dann gucken wir mal, wahrscheinlich wird es eine Koop-Karriere werden in F1 2021. Mal gucken, halt wie gesagt. Wie weit geht's für unser Team nach vorne? Wie sehen die Strafen aus? Und. Also müssen wir gucken. Ich fahre mal ein Rennen und hoffe mal, dass es funktioniert. Weil viel, viel Rechnerei ist mit drin. Idealfall holen natürlich sowohl Renault als auch dann McLaren nicht viele Punkte. Im Idealfall müssen Carlos Sainz nur maximal 4 Punkte mehr als wir. Also mal gucken. Halt, wie gesagt, es ist so viel Rechnerei und machen und tun und wie auch immer. Am besten ein Verfahren einfach so rennen und dann, wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann ist es vorbei. Das ist einfach so. So, gehen wir auf die schöne Runde. Frage, wann kommen die ersten Zwischenzeiten der Top-Teams? Wo mich gerade eigentlich nur Renault und McLaren erinnern, interessieren. Alles andere ist unerreichbar. Bestzeit Sektor 2 ist aber herzlich gerade uninteressant, weil. So, erste Bestzeit Sebastian Vettel 1,35. 5, 9, 7. Können wir die Vettelzeit knacken?
Charles Leclerc, 35,535. Knapp vor deinem Teamkollegen. Die Zeit kriegen wir nicht ganz. Da sind wir eine gute 2,7 hinter, also hinter dem Ferrari noch zurückgefahren. Aber vor Kimi Räikkönen. Aber gut, wie gesagt. Kwiat klemmt sich jetzt dazwischen. Also Leclerc, Vettel, Kwiat und dann wir. For me. Kvyat ahead. Their best lap time is a 1 minute 35.7. Ja, wir liegen zurück. Wir verlieren sogar noch in dem Sektor, in Sektor 2 gerade ein bisschen. Bisschen zu viel. Ich weiß, was ich gemacht habe gerade, aber die Runde wäre eh durch gewesen, deswegen gehe ich in die Box und schon mal meine Reifen. So. Wir müssen nochmal einen Versuch setzen. Sind momentan auch nur auf Platz 8, also nochmal raus. Wir haben ja drei Versuche mit den vier Soften. Theoretisch hat man vier Versuche, aber drei werden wir noch schaffen. Wenn die Ferrari da vorne schon mal dabei sind, dann kann nicht viel Renault und McLaren dabei sein. Aber wir haben noch 11 Minuten. Es kann noch ein bisschen was passieren. Mal gucken, wie der zweite Sektor jetzt gleich wird. So, das ist natürlich eine Hausnummer, die uns schon mal ärgern könnte. Nämlich Carlos Sainz mit der besten Runde in diesem Qualifying. Valtteri Bottas favorisiert sie, aber das ist halt das Problem, dass Carlos Sainz schon auf 2 steht. Wir müssen, also wenn er Zweiter wird, müssen wir auf 3 kommen. Gut, es kann natürlich auch viel noch durch die Strafen kommen. Jetzt sind wir sogar 11. nur. 12. Also nochmal eine. Auf jeden Fall nochmal eine Ausnahme. Nochmal ein bisschen was verbessern. Nochmal eine Zeit setzen. 12. Platz ist natürlich. Innerhalb einer Runde 4 Plätze verloren. Ist natürlich schon mal ein Stück Arbeit. Ferrari vor uns. Der sich aber jetzt verkrümelt. Das kommt jetzt kein Ferrari von Alfa Tauri. So, versuchen wir nochmal eine Runde zu setzen, um eine beste Zeit zu bringen. Oder eine bessere Zeit zu bringen, sagen wir es mal so. Ach man, die ist schon kaputt, die Runde.
oder sogar 15. Weil sie alle sich nochmal verbessern konnten. We've only got 2 laps of fuel left. Keine Verbesserung. Besser um die erste Kurve rumzukommen, als eben in der Runde. Fahrer vor mir. Gasly is ahead of you. Their best lap time is a 1:36.1. Ja, vielleicht kann man noch mal ein bisschen mitnehmen und noch einen Sprung machen. So weiter wie vorne stehen, so besser ist es. Also mein, wenn man Flugzeug so einfacher wird es in dem Rennen nachher. Morgen. Also für mich nachher, für euch morgen. Dreizehnter nur. Das heißt, ab nochmal in die Box, nochmal 9 Sets Reifen und versuche nochmal reinzukommen in diese Dings. Zwei Autos konnten uns Gott sei Dank nochmal krallen. Etwas über 5 Minuten. Das hat ein Versuch müsste gehen. Ich muss ja jetzt ein bisschen beeilen, dass ich in die Box komme. Die 10 sollte so gerade passen. Scheiße, sondern verlieren wir noch Zeit, weil der scheiß Flügel kaputt gegangen ist. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Glück gehabt. So. Hab nochmal in die Box neue Reifen holen. Leute, komm, schieb das heute ein bisschen schneller bitte in die Box. So, Session Info, schnell rauf mit dem neuen Satz Reifen. Und jetzt darf ich eine halbe Minute warten. Ich komme sofort wieder.
Kommt Jungs, der Flügel ist auch schon lange gewechselt. Lass mich doch einfach mal wieder auf die Strecke. Los geht's. Letzten. Gib ihm, jetzt wollte ich auch nochmal raus. Jetzt haben wir ein bisschen. Ich dachte nochmal, jetzt nochmal ein bisschen fast verfasst. Up and down to the setting you want to change. When you're ready, let's go. Raus, 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 komm, komm, komm. 13 haben wir mit Handwerk. Jetzt haben wir natürlich das Problem, weil er hält auch so ein Renault und ein. Und McLaren. Aber genau die Autos, die wir eigentlich hinter uns haben wollen. Also, ich versuche natürlich jetzt ein bisschen Gas zu geben. Ach man, ab in die Wand mit dir, weil. Ja, lass mich doch. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen zu früh über die Linie rüber, aber ich will an den Ferrari noch vorbei. Ich brauche nämlich ein bisschen Platz, ein bisschen freie Bahn, damit ich die Runde nach Hause nehmen kann, Unser Ziel ist es hier nochmal nachzulegen, weil ich doch noch irgendwie die Top 10 zu öffnen. Achter, ein siebter, achter, so ein Dreh rum möchte ich gerne werden, um eine Chance haben, überhaupt im Rennen das gewünschte Ergebnis zu holen. Auf Platz 13 wird das sehr, sehr, sehr schwer. Ich weiß nämlich nie, wie die Strafen aussehen. Schaffen wir, dass können die Jungs ohne Strafen arbeiten? Bottas vor uns jetzt. Der Weltmeister auf 1. Wir haben eine Minute 50 noch, also. Das reicht maximal für eine Runde noch. Deswegen gebe ich jetzt gerade ein bisschen Gummi hin, damit ich an den Mercedes dranbleiben kann, um ihn vielleicht im Windschatten noch zu nehmen. Gut, Bottas wird wahrscheinlich ohne Wenn und Aber nach Hause fahren oder ziehen. Ja, mal gucken, was drin ist halt, wie gesagt. Jetzt geht es in die offizielle Runde, versuchen was nochmal nachzulegen. Damit haben wir es verpasst, können wir es verknicken. Das ist der Sektor schon mal beschissen. Vor mir. P13, you are currently in P13. Du solltest mit dem Fahrer vor mir sagen und nicht sagen, oh, du bist 13. Ich kann auch lesen, Dicker. Fahrer vor mir. Kvyat is ahead of you. Their best lap time is a 1 minute 35.7. 35.7. Das hört nichts. Das war's. Quersteher und damit war's das. Wir sind maximal auf 13. Vierzehnter sogar nur. Also wir kriegen gerade einen im Qualifying mit. Bottas kottert die beste Zeit von. Ja, ich habe damit aus dem Weg gestanden. 16. Das ist eine Klatsche für ein Rennen, um das es so viel Kohle geht. Gut, es geht einzig über die Strafen noch. Aber ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall Minimum. Der Fahrer wäre wahrscheinlich auf 5 oder 6 zurückfallen und in der Team wären wir auf 4, 5, auch 5 oder 6. Die vierte Plätze werden wir, glaube ich, auch nicht im Rennen behalten. Dafür sind wir einfach wahrscheinlich zu schlecht. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Sainz auf 8, Ricciardo auf 7 im Renault. Und dann damit noch ist das Qualifying also 7, 8, 9 und 10. Großen Preis. Und wir wurden sogar nochmal verdrängt. Von einigen. Und das ist das Problem. Wir sind 16. und müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie versuchen, dieses Rennen zu retten.
Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Wo war das gute Arbeit? Das ist eine Klatsche. Qualifying Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistung im Rennen wiederholen? Versuchen's. Glauben Sie, dieses Team bringt die volle Leistung? Klasse, das war dann alles. Dankeschön. Ey, so unnötige Frage, ich bin 16. geworden und dann ist ein gutes Qualifying gefahren, weißt du? Komplett versagt gegen die Konkurrenz und dann kriegst du so eine Kackerfrage noch. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, mit dem Rennen morgen geht es dann weiter und dann versuchen wir mal, ob wir es hinkriegen, irgendwie noch ein bisschen was mitzunehmen. Und es ist wieder ein Platz außerhalb der Top 10. Aber gut, wir haben in Mexiko gepunktet, wir haben in Dings gepunktet, ne? In USA gepunktet und zwar von jeweils Platz 15 aus. Schauen. Aber es ist jetzt, wie gesagt, das vierte oder fünfte Rennen in Folge, wo wir, glaube ich, weit, weit unter den Möglichkeiten stehen. Und tut mir leid, so sehr ich mich auch schätze, aber hat halt keine Punkte geholt. Und das ist halt genau das Problem. So wird es halt nicht Vierter. Mal gucken, wie es halt im Rennen morgen aussieht. Schaffen wir da irgendwie noch eine Überraschung? Schaffen wir noch was zu drehen? Mal sehen. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play F1 2020.